Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir sind mal wieder hier bei RimWorld. Ja, ich starte eine neue Runde, eine neue Aufnahme. Alle Kolonisten sind am Schlafen, das heißt, wir können getrost ein bisschen vorspulen. Ja, und ich habe euch einiges zu erzählen. Es ist richtig cool. RimWorld ist ja inzwischen schon einige Versionen weiter. Und es gibt richtig coole neue Sachen. Also RimWorld entwickelt sich wirklich immer, immer weiter. Es gibt inzwischen sogar Jahreszeiten, also nicht natürlich in der Version, die wir jetzt gerade spielen. Ich weiß auch nicht, wenn ich die jetzt drüber installiere, ob das dann kompatibel ist oder nicht. Ich möchte es jetzt auch nicht ausprobieren, weil ich möchte natürlich den Spielstand hier nicht gefährden. So, du hast den Abschluss einer Vorratskapsel registriert. Da lassen wir uns mal kurz stören von der Vorratskapsel. Denn wir wollen natürlich das Zeug hier einsammeln. Ja, was wollte ich noch weiter erzählen? Also, jedenfalls, was richtig cool ist, wir haben die Möglichkeit inzwischen Jahreszeiten mit einzubeziehen. Also, man muss dann richtig eine Heizung bauen, man muss, ich kann euch ja mal so ein bisschen erzählen. Man muss im Sommer eine Klimaanlage hier einbauen, weil die kriegen sonst Erfrierungen und auch vielleicht einen Hitzeschock. Ja, deswegen ist auch dieser Schneidertisch wichtig, den es ja jetzt schon gibt. Aber inzwischen, also momentan hat er wahrscheinlich nur die Funktion, dass man die Klamotten verkaufen kann. In ein paar Versionen weiter, so wie es jetzt momentan der aktuelle Stand des Spiels ist, ist der Schneidertisch richtig wichtig, weil man muss sich im Winter halt warme Jacken herstellen und so ein Kram, damit die nicht erfrieren. Also das ist richtig krass, was aus dem Spiel hier gemacht wird momentan. Es gibt auch neue Baumaterialien. Ja, es ist also. Ich möchte jetzt auf jeden Fall hier das nicht abbrechen, das Let's Play. Ich werde auf jeden Fall diesen Spielstand hier fertig spielen, bis wir halt hier zugrunde gehen mit unserer Kolonie, bis wir nicht mehr weiter überleben können. Aber vielleicht, wenn es gewünscht ist, würde ich irgendwann zu gegebener Zeit nochmal ein neues Let's Play von RimWorld starten. Mit der dann halt wieder aktuellen Version. Vielleicht auch nicht sofort, nachdem das eine hier beendet ist, sondern halt vielleicht schon erstmal was anderes Let's Playen. Und irgendwann später einfach in einem halben Jahr vielleicht oder in einem Jahr nochmal schauen, was aus dem Spiel geworden ist. Weil, also das Spiel ist klasse. Ich kann es einfach nur wiederholen. Ich kann es sehr empfehlen. So, aber jetzt wollen wir mal ein bisschen schauen, was die Leute hier machen. Genug gelabert für den Anfang. Von meiner Seite aus. Der Sagi, was machst du denn? Wie geht's dir? Er hat keine Verletzungen. Ja, er hat eigentlich auch ganz gute Laune. Ja, und hier sieht man eben halt, er hat jetzt Klamotten an, aber ich glaube, die haben jetzt noch nicht so viel Funktion. Außer vielleicht, es gibt auch solche Schutzwesten, die man sich herstellen kann. Die sind dann halt, ja, ein bisschen zur Verteidigung sozusagen. So, aber er baut hier, macht sein Ding und der Kelly ist am Forschen. Dem geht's ja wieder gut. Und hier haben wir den Axi und die Phoebe. Alle sind am Arbeiten. Nashornfleisch. Ja, wir haben Nashornfleisch. Wir könnten eigentlich mal neue Sachen kochen. Ich würde sagen, wir kochen mal noch 30 davon. Sollte dann eigentlich auch ausreichend sein. Hier sind ja nicht mehr viele. Sind noch 8 Mahlzeiten und hier nochmal 3. So, wir könnten das mal ernten hier. Zone. Ja, und ich habe auch ein bisschen rumexperimentiert inzwischen mit den Anbauzonen. Und was ich ganz cool finde, man kann auch andere Sachen hier anbauen. Das haben wir ja schon gesehen. Aber was ich noch gar nicht wusste, man kann auch Bäume anbauen. Da sind übrigens auch neue Sachen hinzugekommen. Und hier diese Baumwollpflanze zum Beispiel, die wäre jetzt für den Schneidertisch.
So, ich würde sagen, wir bauen einfach so ein paar Eichen hier mal an. So. Die wachsen sehr langsam, die Bäume, aber man hat halt dann Bauholz direkt vor der Haustür nach einer gewissen Zeit. Was ich so ganz praktisch finde. Jetzt ist es ja hier so, auf diesem Planeten haben wir jetzt auch relativ viel natürliche Holzvorkommnisse. Aber es gibt ja auch ganz andere Planeten. Es gibt ja Planeten, die mehr wie eine Wüste sind. Dann gibt es ganze Regenwälder. Also das könntet ihr natürlich auch mal in die Kommentare schreiben, falls es nochmal zu einem neuen Let's Play kommt, welche Landschaft euch mal so interessieren würde. Also welche Landschaft sollen wir denn auswählen für unsere Kolonie? Für die nächste eventuell. So, wir haben hier auch ein Messer. Das ist auch neu. Man startet seine Kolonie nicht mehr mit zwei Pistolen und einem Gewehr, so wie wir das gemacht haben. Man hat dann ein Messer und eine Pistole und ein Gewehr. Also ein Kolonist kann quasi nur im Nahkampf eingesetzt werden. So, der Duck hat alles hier weggemeint, was er wegmeinen soll. Zwei kleine Felder fehlen noch. Und die Forschung geht so langsam voran. Eigentlich geht hier alles relativ langsam voran. Schlachtertisch. Also ich bin auf jeden Fall dafür, wir bauen noch einiges hier in der Produktion. Aber wir haben natürlich noch nicht viel freigeschaltet. Also wir haben natürlich jetzt in der Produktion noch nicht die Steinmetzplatte oder irgendwas freigeschaltet. Da müssen wir noch einiges machen. Ich wollte, glaube ich, eigentlich hier die Pflanzen ernten. Hatte ich, glaube ich, gesagt. Dann machen wir das auch. Zumindest so die schon mal. So, was willst du denn? Eine Gruppe der Brewers Crag besucht die Kolonie. Ja, das könnt ihr tun. Ich habe auch das Gefühl, in der neuen Version, also die ich momentan so ein bisschen privat spiele, die ist auch anspruchsvoller geworden, aber da kommen auch viel mehr Besucher vorbei als jetzt schon. Also vielleicht kommt da auch noch was mit diesen Fraktionen, die man hat. Habe ich ja am Anfang des Let's Plays mal gezeigt, ne? Die einem hier freundlich gesonnen sein können oder eben halt auch nicht. Ich habe fast das Gefühl, dass man da auch noch was machen kann. Dass es noch ein bisschen ausgefeilter werden wird. So, hier ist irgendwie nichts Besonderes auf dem ganzen Planeten los. Ja. Der Kelly forscht so lange. Warum gehst du denn nicht schlafen? Ich würde auf jeden Fall sagen, hier bauen wir unsere Kolonie weiter. Strukturen. Und da bleiben wir einfach mal bei der Holzwand mit Kabel. Und wir haben hier, glaube ich, immer genommen 4 mal 3. Und dann bleiben wir auch in dem Format. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und noch eine für die Wand. So, hier sollen noch mehr Zimmer hin für die Kolonisten. 1, 2, 3, 4. Ja, und ach so, was wollte ich euch noch erzählen? Es ist richtig krass. In der neuen Version muss man drauf aufpassen, wie man baut, weil die Klimaanlage, die kühlt zwar den Raum hier, zum Beispiel, wo der Kelly jetzt schläft, verbreitet aber dann nach außen Hitze. Also die Klimaanlage wird quasi so, wie ich das hier mit der Mausanzeige in der Wand platziert. Ja, und die muss irgendwie nach draußen gehen. Ich kann jetzt nicht die Klimaanlage hier platzieren, weil dann ist der Flur total heiß. Und da muss man echt nachdenken, wie man baut. Ich finde, das Spiel wird immer schöner, aber auch anspruchsvoller. Ich finde, es wird auch schwieriger zu spielen. Oder beziehungsweise es wird schwieriger, ja, da durchzusteigen und das alles so richtig zu managen hier. So, also hier kommen dann unsere zwei neuen Räume hin auf jeden Fall. Und ja, das habe ich natürlich jetzt hier
bisschen verpeilt. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch eine Wand. Und hier auch. Und dann können wir eigentlich dann hier so eine Tür reinhauen. Dann haben wir hier so einen großen, schönen Wohnbereich. Und hier kommen dann noch mehr Zimmer hin. Ja, das denke ich, wird eine ganz gute Sache sein. Und ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wo wir unsere Krankenbetten hin platzieren. Da bin ich mir noch so unschlüssig. Ich meine, wir haben ja zum Glück momentan erstmal eins. Ah ja, und ich habe übrigens einen Tipp bekommen von dem lieben Antilius. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und zwar kann man hier mit erobern, also in Besitz nehmen, diese Wände irgendwie erobern, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so richtig mache. Ich hoffe es mal. Und dann kann ich die abreißen. Ich hoffe, dass das jetzt geht. Ah, super. Das ist cool. Weil dann kann ich hier die Wand nämlich durchgängig machen. So, dass wir hier auch Strom haben an der Tür. Es müsste eigentlich noch nicht mal alles abgerissen sein. Es müsste eigentlich nur... Nur das eine Teil hier müsste unbedingt abgerissen werden. Ja, das ist eine klasse Sache. Vielen Dank, wie gesagt, an der Stelle nochmal. Ich lerne ja auch nie aus. Prima. Und da wird hier unten schon wieder fleißig gebaut. Ich denke, dann setzen wir doch mal gleich... gleich hier so eine Holztür rein. Habe ich jetzt eine Tür? Ich bin mir immer so unsicher. Weil das sieht ja gleich aus. Das sieht nämlich nicht aus wie eine Tür, das sieht aus wie eine Wand. Naja, ich weiß nicht. Steinblöcke. Ich will keine Steinblöcke, ich will einfach nur eine Tür. Also, wir werden sehen, ob da eine Tür gebaut wird. Und wir haben auf jeden Fall zu wenig Holz. Das bedeutet, wir müssten welches fällen. Also Bäume fällen, damit wir wieder neues Holz haben. Und dann müssen wir auch unbedingt langsam diese Steine, Herstellung erforschen. Weil wir brauchen die Holzwand, die hält uns nicht besonders sicher hier vor den Raiders. Das werden jetzt auch mehr werden mit zunehmender Zeit. Also da kam ja bis jetzt immer noch so erst einer. Das ist ja ganz goldig und nicht wirklich bedrohlich. Aber das werden jetzt ganz schnell mehr. Und die haben dann auch ganz schnell Handgranaten dabei und Molotow-Cocktails und was noch alles. Ja, und da hilft uns die Holzwand hier nicht viel. Dann brauchen wir eine ordentliche Verteidigung. Und dann brauchen wir so einen Steinmetztisch. So. Aber wir sind dabei, das Schneidern zu erlernen. Das soll auch erst fertig gemacht werden. Denn auch das möchte ich euch ganz gerne natürlich zeigen. Das ist ja ein neues Element. Also für diese Version hier ist es ein neues Element. Und ja. So, die Besucher sind immer noch da. Die freuen sich hier und fühlen sich wohl bei uns. Und wir können hier noch mehr Pflanzen ernten. Es ist auch so, dass die Pflanzen im Winter sozusagen nicht mehr wachsen dann, in der neuen Version. Und man muss echt einlagern. Also man kann auch einen Kühlraum bauen, für das Fleisch zum Beispiel. Und man muss Pflanzen für den Winter einlagern. Wenn einem dann im Winter das Essen ausgeht, dann hat man schon ein Problem. Das finde ich richtig cool alles. So. Sehr schön, sehr schön. Also es kommt immer mehr dazu, auf was man achten muss. So.
So, ich glaube, wir haben hier erstmal genug Mahlzeiten. Da brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr machen. Die Forschung ist bald bei der Hälfte. Na, das wird noch nichts werden in dieser Folge. Und auch wahrscheinlich nicht in der nächsten. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel auch ein bisschen Leder, also Nashornleder. Damit können wir dann auch Klamotten halt herstellen. Oder eben diese Baumwollfasern, die man anbauen kann. Nur wir haben momentan hier noch so viel zu tun. So, und ich habe hier übrigens auch einen taktischen Fehler begangen. Zum Beispiel das, was hier außerhalb liegt, ne? Das hier. Das wird überhaupt nicht, das ist nicht möglich, das zu verkaufen. Das heißt, wir werden jetzt hier dieses Lager mal ein bisschen, ja, wegmachen. Und zwar genau diese drei Felder, vier Felder, damit eben nur hier in dem Bereich eingelagert wird, wo wir auch die Abwurfsonde haben. So. So ist es in Ordnung. Unsere vier Kolonisten sind am Arbeiten. Und ich würde sagen, also den Tag können wir auf jeden Fall noch fertig machen. Ein paar Minuten haben wir noch. Der Kelly hat anscheinend Hunger. Ne, der geht wieder arbeiten. Ich dachte, jetzt erholt sich hier was, aber hat er nicht. Ach, das freut mich so, dass er wieder gesund ist, wirklich. Und vor allen Dingen ohne körperliche Schäden, also ohne bleibende Verletzungen. Das ist nicht übel. Wirklich cool. Da hat er relativ gute Fürsorge bekommen. Und wenn hier jetzt mal ein Schiff vielleicht kommen würde, mit dem wir tauschen könnten, dann würde ich auch, glaube ich, neue Medizin kaufen, weil wir haben nicht mehr so arg viel. Ja, und ja, ich glaube, es wäre schon wichtig, auch mal so ein Krankenbett noch zu bauen. Aber ich weiß immer noch nicht so wo. Ich habe mich noch nicht so richtig entschieden. Vielleicht dann hier. Da müssten wir natürlich dem Douglas sagen, dass er hier wieder was wegmeinen soll. Wenn wir hier ein Krankenbetten hier hinmachen wollen. Hm. Also ich denke, ein Krankenbett zu haben wäre wirklich gut. Weil wir natürlich damit auch die Überlebenschancen, falls denn einer angeschossen wird und alles, weil wir das dann halt erhöhen. So, stopp. Hier, das lassen wir mal stehen, damit uns hier nichts einkracht. Das meinen wir weg. Zwei, drei. Vier. So ein Krankenzimmer könnten wir wenigstens hier mal platzieren. Habe ich mir gedacht. Eins wäre ja nicht schlecht. Ja, gut. Dann würde ich doch sagen, es ist dunkel geworden. Ich spule hier gerade mal noch die Nacht vor, weil die werden jetzt alle schlafen gehen. Es wird nicht mehr lange dauern. Der erste liegt schon. Und die Besucher verlassen uns auch. So, ich habe das Gefühl, dass die Phoebe sich eingesperrt hat. Wieso kommst du da nicht mehr raus? Irgendwie. Also war das offensichtlich keine Tür. Ah, ich weiß es nicht. Da hat irgendwas nicht gestimmt. Geh doch mal vielleicht schlafen. Wie wär's damit?
So, das hat mich natürlich jetzt hier gerade gestört. Ich mache das mal sicherheitshalber so. Nee, mit abbrechen. Okay, so ist es mir lieber. Da weiß ich erstmal, dass hier gebaut wird. Also, jetzt aber auf ein neues. Ich spule die Nacht noch vor, wollte ich sagen. Die Fieb kann jetzt endlich natürlich auch schlafen gehen. Ja, und in dem Sinne würde ich mich dann natürlich von euch erstmal verabschieden. Sag euch Tschüss und Bye Bye. Bis zur nächsten Folge von RimWorld. Und dann werden wir mal sehen, dass wir hier so ein Krankenzimmer hier zaubern können. Das ist der Plan auf jeden Fall für die nächste Folge. Damit wir einfach sicher sind, falls irgendwas passiert. Damit wir Heilung haben für unsere Kolonisten. Und bis dahin, bleibt dran, habt Spaß auf YouTube. Und wir haben schon wieder eine Nachricht, die öffnen wir aber in der nächsten Folge. Eure Kalugia, bye bye.